Willkommen zurück zu Metro 2033, das letzte Mal. Sind wir hier in die Spinnenhölle reinmarschiert? Kundschaften diese so ein bisschen aus? Das klingt schon mal sichtlich scheiße. Und ich glaube, wir müssen da unten rein. Ich glaube fast, ja, müssen wir. Au. Oh. Fuck. Nein! Das zählt doch als Licht. Puh. Aha. Ich finde die Idee von lichtempfindlichen Gegnern sau cool. Ich finde die Idee echt mega cool. Aber alter Schwede, ist das anstrengend. Was gut ist, ich spare immerhin Muni. Ich spare immerhin einen Haufen Muni. Uiuiuiui. So fix sind wir hier. Einmal Medipack, einmal heilen, das ist super. Da bin ich reingekommen. Huhuhu. Lass uns bloß nicht runterfallen. Doch, das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Schade, es wäre so geil, einfach hier alles aktivieren und... Warte. Nee. Haha. Tabulator-Eintrag. Also Tagebucheintrag 3. Nice, 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 nice. Okay, hier muss ich entlang. Perfekt. Gibt es irgendwie noch... Vielleicht alle Lichter an? Ein hell beleuchteter Tunnel. Ganz so ein Arschloch-Skorpione. Gott sei Dank. Oi. Wir haben Stepan verloren. Mist. Ruhe. Ein Geräusch aus dem Tunnel. Hört ihr es nicht? Da kommt etwas. Nichts, worüber man sich freuen muss. Was ist denn? Oh. Oder doch etwas, worüber man sich freuen muss? Jetzt ist so eine Spinne an Bord. Zumindest so ein Skorpion. Was zur Hölle? Sieht nach einem automatischen System aus. Das schaue ich mir mal an. Eieiei, mein Ellbogen juckt. Oh, erstmal Saskia gönnen. Auf diesen... Skorpionschock. Und wieder haben wir da Tagebücher zum Lesen. Wupp, 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 wupp. Höhle. Alles scheint gut zu laufen. Ulmer macht weiter seine Scherze. Miller droht ihm weiter mit zusätzlicher Dienstzeit. Das ist... Das Ziel ist nahe und nichts kann uns jetzt noch aufhalten. Wir gewinnen jede Begegnung. Hunter hatte recht, als er sagte, dass er... dass es niemals ein schrecklicheres Raubtier als den Menschen auf der Erde gab und geben wird. So miese Skorpione, die einen im Hinterhalt überraschen, die sind schon auch nicht ohne. Eintrag 2. Ich habe ihren Tod nicht wirklich verursacht und fühle mich trotzdem schuldig. Ich war zu begierig, die gute Zeit zu feiern, die wir im letzten Abschnitt unserer Reise miteinander hatten. Und das hat uns Ärger eingebracht. Ich konnte nicht zur rechten Zeit am rechten Ort sein. Konnte meinem Kameraden nicht rechtzeitig helfen.
ihn nicht vom Rande des Todes zurückholen. Ich habe diese tapfere Seelen in dieses Abenteuer geführt, das zu ihrem letzten geworden ist. Unser Team, so klein es auch war, ist noch kleiner geworden. Wenn ich im tanzenden Licht eines Lagerfeuers meine Handflächen sehe, dann scheint es, dass sie mit Blut beschmiert sind. Und Eintrag 3. Ich habe schon Geschichten darüber gehört, dass die Erbauer der Metro nicht die ersten waren, die Tunnels und Korridore tief in den Boden unter Moskau gegraben haben. Versteckte Gänge wurden schon in der Zeit der ersten Zaren unter der Stadt gebaut, aber die Arbeiter, die sie bauten, sind Berichten zufolge noch älter. Sind Berichten zufolge auf noch ältere Höhlen und Gänge gestoßen, die aus längst vergessenen Zeiten stammen. Ihre namenlosen Schöpfer sind vor Jahrtausenden verschwunden und haben nur endlose Korridore hinterlassen, die vom Nichts ins Nichts dahinter führen. Und jetzt, vielleicht ein paar hundert Generationen danach, gehe ich, der letzte lebende Mensch, vorsichtig eben diesen Weg. Okay, Korridore, die deutlich älter sind als die damaligen Menschen. Ja, gut. Es könnten zum Beispiel diese, ich sag jetzt mal, Skorpione gewesen sein. Ich habe ein Ungottesgefühl dabei. Nicht nur du, nach dem, was ich gerade eben gesehen habe, nicht nur du. Aber gut. Alles klar. Es gibt keinen anderen Weg. Ja dann. Ach so, ja gut. Ja, so leicht lädiert ist die Maske auch, okay. Na dann, fahren wir mal. Als ob das so einfach wäre. Wir waren jetzt nah an D6. Kaum zu glauben, dass wir die legendäre Kommandozentrale gefunden hatten. Aber war das so viele Leben wert? Bald würden wir die Antwort wissen. Es wirkt doch zu einfach. Ich brauch Mundi. Aha. Alter Schwede, nochmal 4 Einträge. Was ist denn los? Es ist unglaublich. Aber diese lange verlassenen Korridore haben die Technologie darin viel besser bewahrt als sämtliche bewohnten Teile der Metro. Die Einschienenbahn, die ihre Türen zum ersten Mal seit Jahrzehnten öffnete, fuhr los und brachte uns ganz sanft in unser Ziel, als wenn sie am Tag zuvor noch in Betrieb gewesen sei. Es ist wahr, dass der Zahn der Zeit am Metall, Stein, den Menschen und ihren Schöpfungen nagt. Aber unsere Väter haben für Ewigkeiten gebaut. Und wenn ihr Werk nicht von ihren eigenen Nachkommen zerstört wird, wird es noch in tausenden Jahren hier stehen. Okay. Ja, es ist dann immer noch so ein Zeichen für Qualitätsarbeit, würde ich mal sagen. Eigentlich schon. Kann man jetzt irgendwo wieder raus? Ich habe Angst. Ich habe keine Munition. Hallo? Leute? Muni? Hallo? Verdammt, 20 Jahre ohne Wartung sind selbst für sowjetische Militärgebäude zu viel. Pass auf, besonders du, Artyom. Sieht sauber aus. Der Kontrollraum sollte da sein. Schauen wir mal. Ulman, Wladimir, bleibt hier und gibt Deckung. Man weiß nie, was kommt. Artyom, du kommst mit mir. Jawohl, jawohl, Herr Offizier. Was? Ich komm mit dir. Okay. Ich gebe dir Rückendeckung. Ganz ohne Munition. Ups. Vielleicht kriege ich ja welche. Aha! Nein!
Ich will nicht mehr Filter, ich will Muni. Verfickte Scheiß. Muni. Chefe, gib mir mal eine Minute. Ich muss erstmal alles durchsuchen. Aha, aha. Haben Sie auch Ihr Ticket? Haben Sie auch Ihr Ticket? Haben Sie auch Ihr Ticket? Sie haben mich an das Horrorspiel, der Train. Haben Sie auch Ihr? Oh. Ticketkontrolleur. Alter Schwede, wäre das heftig, wenn die von der Bahn auch so schwer bewaffnet hier durchmarschieren würden. Gut, dass die das nicht machen. So. Ich glaube, hätte ich noch mehr Respekt als den üblichen zwischenmenschlichen. So, erstmal Filter tauschen auf den Schock hin. Kleiner Asthmatiker. Aha. Da kommen wir nicht weiter. Sad Life. Brachte uns das hier überhaupt irgendwas? Nö, brachte es gar nicht. Super, das hat sich nicht gelohnt. Oh, ich brauche Muni. Muni. Hallo. Huhu. C3? Ich brauche C4. Ja, ich brauche Muni. Oh Mann. Aha, da geht's wohl weiter. Das sieht gut aus. Kann ich hier vielleicht auch wieder rein? Jo, kann ich. Das ist schon echt in Zeiten von Verzweiflung, wenn ich hier rumlaufe und alles irgendwie untersuche. Das zeigt so richtig, wie verzweifelt ich bin. Aber es lohnt sich. Nein. Genau so hatte ich mir alles vorgestellt. Diese Gebäude haben etwas, und zwar eine sowjetische Seele. Aber was hast du schon davon? Das stimmt, was weiß ich schon davon? Ich weiß nur eins. Ich bin unbewaffnet. Hier steht, dass es oben ein Luftwindsystem für Notfälle gibt. Diese Systeme wurden robust gebaut. Gut möglich, dass es noch funktioniert. Na, das freut mich doch. Während ich hier unbewaffnet durch die Gegend marschiere. Möglichst unbewaffnet. Aber egal, lauf ruhig zu. Lass mich allein, lass mich sterben. Komm hier, Filter tauschen. So, neues Filterchen drauf. So, haben wir ein bisschen Sauerstoff. Nice. Ein Schienenbahn. Wie heißt das Ding? Ein Schienenbahn. Was hat er gesagt? Ein Schienenbahn. Die Monorail. 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 Ich hab gehört, die macht weg, doch? Ach ja. Hey, was ist los? Nichts Gutes. Wir haben zu sehr auf diese Maschinen vertraut. Muss alles von Hand repariert werden. Artyom, da ist ein Notstartsystem. Geh nach oben zu diesem Vorsprung. Ich sag dir dann, was du tun musst. Ich habe erstmal den Strom aktiviert. So, ich deaktiviere den auch nicht. Der Vorsprung da hinten? Jo. Diese komische Tür, die gerade eben noch verschlossen war, aber jetzt aufgeht als... Egal. Ich hinterfrage nichts mehr. Artyom! Da müssten vier Startermotoren sein! Such sie! Untersucht die vier Startermotoren. Um damit anfangen zu können, musst du erst alle Abdeckungen öffnen. Kein Problem. Zwei mit meinen Telekinesekräften. So. So. Drück die Knöpfe auf mein Zeichen. Drück den Knopf. Dup, 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 dup. So, dritter Knopf. So, vierter Knopf. Okay, weiter. Zweiter Knopf. Und danach der erste. Gut, gehen wir weiter. Erster Knopf. So, nice. Lava, komm hier zurück.
Jo, Hasso kommt. Nein! Nein, 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 nein. Um das Ding zu starten. Na dann starte. Los, mal. Starten! Keine Chance! Nochmal versuchen! Hoffnungslos! Scheiße! Jetzt habe ich so viel Mühe gehabt. Wäre fast cool. Abgestürzt. Genau wie in den Hollywood-Filmen über die Sowjetunion. Oh Mann. Was ist los? Wir sind fast runtergefallen. Alles gut. Artyom, wir rücken ab. Genug mit der Ausrüstung gespielt. Was heißt hier genug? Ach, egal. Ich hinterfrage nichts mehr. Genug mit der Ausrüstung gespielt. Ich wäre fast abgestürzt wegen diesem blöden Scheißsystem. Mann. So. Und wisst ihr was? Bevor wir jetzt hier einsteigen. Wir haben auch nur einen Tagebucheintrag. Das ist nicht so geil. Beende ich diese Folge. Grüße von eurem Zero. Der Hedgehog.